Liebe Zuseher, nach langer Pause ein Video von mir. Die lange Pause hat einen unerfreulichen und traurigen Grund. Mein Kameramann und Freund Ludwig Darosch ist im Juni 2023 verstorben. Außerdem ein weiterer Grund war, dass ich Bücher fertiggestellt habe. Zunächst einmal dieses Buch hier. Es geht darum, was ein Rechtsmediziner so macht. Es ist im Gegensatz zu den heroischen und optimistischen Berichten meiner Kollegen ein etwas realistischeres Bild, das ich von meinem Fach Ihnen zeichne. Ich habe mich auch mit meinem zweiten beruflichen Standbein beschäftigt. Das war die Psychotherapie und verschiedene Formen der Psychotherapie verglichen und durch Fallberichte ergänzt. Und schließlich habe ich einen Roman verfasst. Alle meine drei Bücher sind über das Internet erhältlich und verfügbar. Das heutige Thema beschäftigt sich mit der Frage, wie lange lebe ich noch? Das heißt für Sie, wie lange leben Sie noch? Und Sie können die Frage nach Ihrer Lebenserwartung leicht beantworten, nach Ihrer zukünftigen, durch die Daten der Statistik Austria und durch den Lebenserwartungsrechner. Der Link ist beigefügt und Sie brauchen nur Statistik Austria und Lebenserwartungsrechner einzugeben auf Ihrer Suchmaschine und Sie kommen dorthin. Diese Berechnung wird anhand von über 3 Jahren geglätteten Sterbentafeln angeboten. Der Einbezug von 3 Jahren sowie die Glättung der Sterbewahrscheinlichkeiten über das Alter haben den Sinn, Zufallseinflüsse in der Sterblichkeit und Jahresschwankungen auszugleichen. Diese Tafeln sind ziemlich verbindlich und Sie können sie auch getrost in Deutschland oder in der Schweiz anwenden, denn so groß ist der Unterschied in den Lebenserwartungen zwischen diesen Ländern und Österreich nicht. Das Ganze sieht so aus. Es erscheint eine Maske. Sie können hier je nach Ihrem Geschlecht, männlich oder weiblich, Ihre Lebenserwartung berechnen lassen oder generell für einen Stichtag die Gesamtlebenserwartung der Bevölkerung, also nicht getrennt nach Gender und Geschlecht. Sie geben das Geburtsdatum ein, wie hier im unteren Beispiel. Ich habe mein Geburtsdatum, den 13. Juni 1950, eingegeben. Und am heutigen Tag, den Stichtag 14.01.2024 und mit den neuesten Sterbetafeln 2020 bis 2022 angewandt und auf Berechnen gedrückt. Und demnach habe ich noch 11,92 Jahre zu leben und wäre voraussichtlich 85,51 Jahre alt. Hätte ich die Sterbetafeln zwischen 2017 bis 2019 angewandt, so wäre ein anderes Sterbealter herausgekommen, also 85,93 Jahre. Das heißt, ich hätte gute 5 Monate länger nach dieser Berechnung noch zu leben. Wie ist dieser Unterschied zu erklären? Die Sterblichkeit ist angestiegen, während 2020 bis 2022. Das ist einerseits durch die Erkrankung SARS-CoV-2, Covid-19 erklärbar, andererseits durch gewisse Therapie- und Impfeffekte, wobei ich hier nicht differenzieren will, weil dies ein heikles Thema ist und das ist eine andere Fragestellung. Die Lebenserwartung, wie exakt sind diese Zahlen? Sie sehen das schon oben, na, statista.de,
und Wikipedia, also zwei unverdächtige Quellen, sind sich darüber nicht einig und differieren zwischen 1 und 1,5 Jahre je nach Geschlecht. Also der Mann wird 79 bzw. 80 Jahre alt vermutlich und die Frau 83 bis 85 Jahre. Interessant ist, diese Lebenserwartung mit jener zu vergleichen, die im 18. Jahrhundert bestand. Wir haben hier eine verlässliche Quelle von Christoph Wilhelm Hufeland, einem Arztsohn, der ein Buch schrieb, das hieß Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Und Makrobiotik ist hier mit dem Begriff aus der Antike identisch, nicht zu verwechseln mit einer japanischen Ernährungslehre, die besondere Getreidekost propagiert. Auch das findet man unter Makrobiotik im Internet und in der Literatur. Und dieser Hufeland zitiert meinen Kollegen der Vorzeit, den Berliner Gerichtsmediziner Johann Ludwig Kaspar, der eine Statistik der Sterbefälle in Berlin anstellte. Zum Vergleich gebe ich die Zahlen aus der Statistik Austria. 100 Geborene in Berlin. Ende 18. Jahrhunderts starb jedes zweite Kind vor Erreichen des ersten Lebensjahr. Hohe Säuglingssterblichkeit. Inzwischen ist das ganz anders. Von 1000 Kindern sterben 4 in Wien und in Österreich vor Erreichen des ersten Lebensjahres. Entschuldigung, vor 3 Kindern. Die Hälfte der Kinder starb, bevor sie 10 Jahre alt wurde. Nahezu jedes Kind erreicht das 10. Lebensjahr heutzutage. Und 60 Jahre werden 92 von 100 Menschen jetzt. Damals waren es nur 6 Menschen. Das heißt, 60 war das Greisenalter im 18. Jahrhundert und es war ein Glücksfall, dass man 60 Jahre alt wurde. Heute kann somit beinahe jeder damit rechnen, dass er 60 Jahre alt wird und die Hälfte wird über 82 Jahre alt. Ich möchte damit dieses Video schon zu einem Ende bringen und warum überhaupt diese Überlegungen zu Ihrer Lebenserwartung und zu meiner. Also mehr Jahre bedeutet mehr Zukunft und erfordert mehr Lebensplanung, wenn man damit rechnen kann, dass man im nächsten Jahr stirbt, wird man sich nicht viel vornehmen und vice versa. Wenn man eine Ausbildung von 6 Jahren plant, dann sollte man zumindest eine Lebenserwartung von 10 Jahren haben. Vergleichen wir das 18. bis 21. Jahrhundert, so ergeben sich zwei interessante Aspekte. Der erste ist, dass die durchschnittliche Lebenserwartung für beide Geschlechter am Ende des 18. Jahrhunderts war ca. 37 Jahre. Heutzutage ist das Durchschnittsalter somit über 80. Das heißt, wir haben unsere Lebensspanne in der Jetztzeit verdoppelt. Haben wir das? Heutzutage geht die Mehrzahl aller Menschen davon aus, dass der Tod das Ende darstellt, unsere totale Vernichtung und dass es damit vorbei ist. Im 18. Jahrhundert starben viele Menschen, sogar die meisten, mit der Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode, auf das ewige Leben. Haben wir es uns jetzt verbessert oder verschlechtert? Diese Frage möchte ich Ihnen stellen bis zu meinem nächsten Video im Februar, wo ich auf die Frage des Lebensstils und der Langlebigkeit eingehen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören.